Hallo und herzlich willkommen zurück zu The, Don't Starve. Was willst du denn immer mit Elder Scrolls, ey? Ja, das macht der Gewohnheit. Achso. Alter, warum hast du das hier so heiß? Ja, Entschuldigung, das ist, das oder das? Ach, ich mach glaube ich ey, das ist geil. Ah. Hol mal die... Ich habe eine Idee. Hol mal diese Fässer von da oben runter. Ne, hier, greif mal... Ich habe eine Idee. Ich habe ja dieses Schwert. Grab mal so einen Kanickel aus. Ich habe keine Schaufel. Ich kann fast eins machen. Ich kann eine Schaufel machen. So. Weil ich habe ja das Schwert und das kann Fernkampf. Und ich habe so das Gefühl... So, ich mache jetzt hier, ne? Hm? Ja, ich bin bereit. Ist ja geil. Ja, wir haben unsere neue Ente-Methode. Ja, wollen wir. Ja, aber geiler ist, wenn die Dings offen sind, weil dann können wir. Obwohl, warte mal, hier kommen, kannst du mal. Der ist ja an mir. Geil. Siehste. Hier ist noch einer, den darfst du aber dann behalten. Okay. Ja. Schön aus der Ferne. Das ist ja eine schöne Methode, Hasen zu ernten. Ja, aber macht keinen Sinn, weil so sind die Hasenbauten weg. Ja, stimmt. Die Hasenbauten müssen offen sein, dann können wir nämlich die Fallen rausstellen und dann können wir einmal nur am Tag, braucht nur einer rumrennen und die einsammeln. Das ist natürlich die beste Methode, ja. Das ist natürlich die, natürlich ist das die beste Methode, ich bin doch geil. So. Aber so können wir die Dings, aber mit dem Fernkampf kannst du ja die Mammuts jagen. Mit dem Fernkampf, ne? Ja, das finde ich auch geil. Könntest du ja die Mammuts jagen. Und ich mach, weiß ich noch nicht. Oh, guck mal, hier ist noch ein Bau. Der ist auch hier mit einem Weg. Den brauchen wir hier auch nicht. Ja. Oh, Alter. Das arme Tier. Essen! Eins. Zwei. Meine Sanity geht, glaube ich, hoch, während ich kämpfe. So. Speer. Essen. Dahin. Speer. Dahin. Ja, die werden langsam schlecht. Ich esse die lieber alle auf. Ich brauch jetzt unbedingt ein Tier. Hm. Ich hab's. Huhn! Also, muss ein Tier töten hier in der Nähe. Hm. Aber wenn sie, kann ich ja was austesten mal. Aha, okay. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich habe das Gefühl, die wachsen hier nicht so richtig. Okay, ich kann mit meinem Speer keine Kaninchen töten. Ich dachte, er ist zu klein, um zu sperren. Ich habe gerade ein Kaninchen kaputt gehauen. Hast du es auch gerade ausgegraben? Ja, ich brauche das aber lebend, aber danke. Okay, willst du das Fleisch zumindest haben? Ja, ich habe ja zwei Fleisch. Bitte. Nee, hey, ich sagte bitte. Ja gut, bitte. Leg es auf den dreckigen Sand. Geil. So. Mir fehlen Äste. Ach, hier ist doch alles durcheinander, das ist doch scheiße hier. Das brauche ich zum Beispiel nicht, das kann ein Chester rein. So. Chester nimmt jetzt alles das, was ich nicht brauche. Das brauche ich auch nicht. Das kann bleiben. Das kann bleiben, das kann bleiben. Das muss schade, dass ich keine Steine zersäbeln kann. Das war auch nochmal ein großer Vorteil. Aber ich glaube, der Modder wollte den auch nicht überstark machen, auch wenn das schon heftig ist. Übrigens, der hat eine sehr, sehr schlechte Regeneration, wenn auch gar keine. Also ich klebe gerade bei 52 Leben. Ich halte also nicht jeden Kampf durch. Musst du bedenken.
Also ich habe Stroh ohne Ende, ne? Aber ich habe keinen Kackhaufen hier. Oh, Kackhaufen ist immer gut. Ja, ein apropos Kackhaufen, einen habe ich gerade gefunden. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass es dass Tiere in der Nähe sind. Ja, und ich habe Büffel gefunden. Oh ja, nicht angreifen. Ne, ich sammle erstmal die Scheiße auf, die sie hier fallen lassen. Das ist cool, dann können wir, daraus können wir Dings zum Beispiel bauen. Farm. Oh, das sind so kleine Baby-Befalo. Oh, die sind so süß. Alter, wollte ihn gerade angreifen. Wenn ich den angreife, ne, dann geht's aber rund hier. Ja, dann greifen die mich nicht alle auch an. Du müsstest theoretischweise ein Tier von der Herde trennen und das dann angreifen. Müssen wir leider glauben. Scheiße, 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 scheiße. Apropos trennen. Das ist gleich ganz dunkel, ne? Hat sie erledigt, ich bin tot. Ach, da bist du. Der greift gerade mein Chester an. Ich hätte mal deinen Chest jetzt einfach. Oh nein, 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 nein. Wo bist du? Oh, ich sehe dich. Moment. Oh, du bist weg. Nein! Nein, oh. Au! Ach, so dicht. Knapp. So dicht! Mach mal das andere Feuer an, bitte. Ich will mal was probieren. Okay, ich kann es nicht ausmachen. Glück für dich. Aber danke, dass du mein Chester gerettet hast. Ja, bitte, kein Problem. Bevor der getötet wird, muss er nicht sein. Ich glaube, meine Schwerter liegen jetzt auch da oben. Wäre fatal. Na gut, kann er sowieso keinen aufheben außer dich. Die haben so viel Leben gehabt, also das ist ordentlich gewesen. So, das ist dein Chester hier. Ah, guck mal. Ich werde mit Schwert wiederbelebt, das ist doch schön. Stopp, stopp! Da. Danke. Ich habe auch nicht reingeguckt in dein Chester, keine Ahnung, was da drin ist. Kann das mal hier bleiben. Ich muss erstmal was holen. Ey, alles, was in meine Schwertdinger ist, ne? Das nehme ich mit in den Tod. Das ist doch gut. Das behalte ich auch. Ist ja geil. So, ich muss jetzt erstmal. Also komm, geh am besten seinen Babys nicht zu, ne? Weil. Ja. Immerhin fünf Scheiße hat's gelebt. SER Eliminator died doing what he loved. Being hurt by Buffalo. Meine Spitzhacke hat es aber nicht gerippt, zum Glück. Gut, dann mache ich an dieser Stelle weiter. Ich komme auch mit 50 Leben wieder raus. Aber man kann es hochheilen. Dum 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 dum. Ja, geh rein in die Falle. Und zack. So. Jetzt habe ich nämlich ein Hamster. Sehr gut. Ich habe gerade die Scheiße untersucht und was sagt er? I should fill my pockets. Ich sollte meine Tasche füllen. Ja. Dum 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 dum. Aber es ist schön, dass man mit 50 Leben immerhin wiederbelebt wird und die Chance erhält, überhaupt sich hochzuheilen. Boah, die hat da auch reingehauen, ey. Und ich habe irgendwie so 6-mal in die reingeschlagen. Mit Schwert.
Oh, ich brauche unbedingt ein paar Sachen hier. Das ist ja der Wahnsinn. Also ein paar Rohmaterialien habe ich gar nichts mehr, ey. Ne, ich gehe auch gerade so ein bisschen einfach nur farmen hier. Weil ich habe ja gar nichts. Oh. Ich habe Schmetterlingsflügel, die kann ich essen. Cool, dass wir immer irgendwo zusammenfarmen. Ja, ich scheiße. Ich jag gerade die Schmetterlinge her. Ey, das war meins. Scheiße. Ja toll, mein Inventar ist voll. Moment. Die Scheiße mal in die Schwertteile packen. Kann die Flügel kann ich von den Dingern nämlich essen. Vielleicht gibt's mir ja Gesundheit. Ich habe jetzt 67 Gesundheit, deswegen sammle ich ein paar Blumen und fress die Blumen. Was könnte ich eigentlich auch mal schnell? Da habe ich gar keinen Platz für. Ne? Gibt's eigentlich eine Möglichkeit zu schlafen? Ja. Soweit ich weiß, ist mein Charakter total verpennt. Eigentlich. Ja, na klar kannst du schlafen. Selbst ist was? Ach Mist. Du musst halt nur, du musst ein Zelt bauen. Und in dem Zelt kannst du über Nacht schlafen. Okay. Das heißt, wir müssen aber zwei Zelte bauen. Es gab auch eine Mod, um die Zelte unbegrenzt zu machen. Also sprich, dass jeder in ein Zelt schlafen kann. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir beide in ein Zelt schlafen sollten. Ich glaube, das möchte ich nicht. Ne? Na, bei dir weiß ich nicht. So, ein bisschen Holz. Bei der 58 noch. Leben, mir geht's so scheiße. Jetzt mal ein paar Beeren essen. Ein paar Möhren habe ich auch. So, was sagt die Uhr? Gut. Zeit gleich mal wieder zurück. 13:23. Zeit mal wieder gleich zurückzugehen. Ich glaube, ich fäll noch den Baum und dann mache ich mich auf den Weg zurück. Ich helfe dir so ein bisschen, weil damit du nicht so viel verbrauchst von deiner Axt. Ich hab, ja, alles gut. Ich habe ein unendliches Schwert. Ja, alles gut. Oh, guck mal. Komm, put. Achso. Ja, verdammt. So, nutzt alles nix, geh zurück. Weil, guck auf die Uhr und wir müssen. Oh, fuck, wir müssen so ganz schnell zurück. Ja, okay, schade. Ich wollte sonst das Maulwurf mal kaputt hacken. Bau dir eine Fackel. Ich schaff das. Gleich so, ich schaff das nicht. Ich hätte es nicht mehr geschafft. Ein bisschen heiß geworden. Naja. Warum habe ich eigentlich... Ja, ess das so. Spannend. Nee, stopp. Er ist essen.
Oh, das bringt Energie, das bringt, gut, das kann man ja nichts kochen, bringt. Leben. Bringt Leben, sehr geil. Sehr gut. Und das nicht zu wenig. Das ist ein guter Lebensersatz. Achso, das bringt mir über Nacht sowieso nichts, dann kann ich das auch so machen. So, warte mal, jetzt muss ich das mal versuchen. Solange noch Nacht ist. Nein! Muss ich nächste Nacht machen. Alter, ein Backpack jetzt noch dazu, ne? Dann hätte ich hier richtig viel Platz. Ein Kompass wäre, glaube ich, ganz gut für mich, ne? Ah, heiß. Oh, kann sehr gut sein. Feuer wirklich heiß. So, was brauchen wir da als nächstes noch hier? Schaufel wäre vielleicht nicht schlecht. Zerstört jede Art von Gegenständen. Hammer. Wo ist denn jetzt die scheiß Truhe abgeblieben? Gut, kann ich nicht tragen. Ushanka, okay. Was uns, glaube ich, als nächstes... Da ist die Truhe! Ah, drei Holz! Na, das müssen wir drei von der nächsten Folge erwarten. Gut, ich würde sagen, aktuell... sag ich mal... Bye-bye. Bis dann! Tschüss!